Bevor ihr anfangt zu verstehen, was mit Killer passiert ist, müsst ihr zuerst erfahren, wer Killer der Hund eigentlich war. Killer war der Sohn einer dreibeinigen Hündin. Er hat sich deswegen immer geschämt, Mann. Kurz danach wurde er von diesem Mann adoptiert. Tito Libowitz. Ein kleiner Waffenschieber, der nebenbei Rottweilerkämpfe organisierte. Er bildete Killer aus, weil er gleich sah, dass Killer gut war. Ja, scharf wie eine Rasierklinge. Aber dann kam es zum Kampf seines Lebens. Er musste gegen seinen eigenen Bruder Nibbles antreten. Killer sagte, hey, hast du eine Macke? Das ist mein Bruder. Ich kämpfe nicht gegen Nibbles. Aber es gab kein Zurück mehr. Und Killer tötete Nibbles. Das war's. Killer sagte alle seine Kämpfe ab. Er fing an, Crack zu rauchen und kriegte voll die Paranoia. Als er wieder mal so einen Anfall bekam, brach er zusammen. Sein Herz wollte nicht mehr. Wow!